Ja, wir haben es ja schon gehört, der Stadtrat in Bad Dürkheim beschließt heute, ob der Wurstmarkt in abgespeckter Form stattfinden soll, in genau 66 Tagen. Und ja, bei dem Entschluss fiebern natürlich alle mit, vor allem die Schausteller. Und so einen habe ich jetzt bei mir, Manfred Becker. Herr Becker, nehmen Sie uns mal mit, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie sehr fiebern Sie diesen Entschluss heute vom Stadtrat in Bad Dürkheim denn entgegen? Ja, ich hoffe, dass alles gut geht, weil das ist unsere beste Veranstaltung mit im Jahr teils in Rheinland-Pfalz. Und da hoffen wir, dass es funktioniert, weil wir brauchen ja irgendwann mal wieder Spaß und finanziell auch, dass unser Leben wieder weitergeht und dass man auch mal wieder was probiert, dass es funktionieren kann. Ja, weil wir wissen ja gar nichts, dass was funktionieren kann. Und Dürkheim wäre natürlich für unsere Herbstveranstaltung A und O, ja, weil es eine gute Veranstaltung ist und auch für alle Betreiber, wo dort stehen, fiebern alle mit und auch die Zulieferer, wo davon leben, wo dann auch dann zittern, dass es funktioniert. Ja. Und irgendwann muss man mal wieder sagen, okay, man muss mal was probieren und es muss funktionieren. In abgespeckter Form, haben Sie da schon Infos bekommen? Sind Sie da mit ins Boot genommen worden? Was heißt das für euch Schaustellern eigentlich? Sie sind ja schon seit 15 Jahren jetzt mit dem Krebsstand auf dem Wurstmarkt aktiv, auch mit dem Breakdance-Fahrgeschäft, was Sie auch in diesem Jahr dann hinstellen möchten, auf dem Wurstmarkt aktiv. Was heißt das für euch Schausteller in abgespeckter Form? Weiß man das schon? Das kann man nicht wissen, weil es wird ja alles geprüft, in welchem Betrieb was geht. Wenn man sagt, jetzt nur von den Fahrgeschäften, wollen Sie nur noch 4 hinstellen oder 3, statt jetzt nur eine Zahl zu sagen von 8 oder 5. Und dann wird das ausgelost, wo dass die Attraktivität vielleicht passt und nicht nur selbe dasteht oder wie auch immer, oder in die Gastronomie abgespeckt wird, das weiß keiner. Ja, wir drücken halt nur die Daumen, dass es halt nicht so krass ist, ja. Das ist das Thema, weil man braucht ja viel Platz, viel Leerlauf, dass auch mehrere Leute drauf dürfen, weil enge Gäste wird halt schwierig. Absolut, und Sie haben es vorhin ja auch schon angesprochen, es ist natürlich auch eine Frage des Finanziellen, finanziell sehr wichtig. Wie war es denn bei Ihnen jetzt während der Corona-Pandemie mit der finanziellen auch Unterstützung, wie sah es da bei Ihnen aus? Ja, die Unterstützung ist sehr, sehr zäh, läuft das, ja, wie gesagt, bei uns jetzt, unserem Betrieb, wir haben noch nichts bekommen, nur eine Anzahlung mal im November letztem Jahr, vom Dezember haben wir ja noch gar nichts bekommen, von 19, wie gesagt, weil wir eine Prüfung drin sind vom Umsatz und wir wissen nichts, wir sind dran ohne Ende, fast täglich. Ja, nachfragen und bis zu der oberen Liga, wo wir da nachfragen, kriegen einfach keine richtige Antwort. Auch mit dem Steuerberater, die sind ratlos, dass bei uns noch nichts geflossen ist. Das heißt also dann, wir sprechen davon, dass der Wurstmarkt natürlich finanziell auch für euch überlebenswichtig letztlich ist. Klar, 100%, ja, weil das ist eine Top-Veranstaltung und wir brauchen jede Veranstaltung, wo es jetzt gibt. Und Dürkheim ist für uns, für die Herbstveranstaltung, eine sehr gute Veranstaltung für alle Betreiber, wo dort stehen, und wir brauchen das. Wir drücken alle Traume, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, ja. Wir haben es also gehört, die Schausteller, ja, den kribbelt es natürlich in den Fingern. Sie wollen endlich loslegen, sie sind bereit, und dann können wir nur hoffen, dass der Entschluss heute im Stadtrat für die Schausteller positiv ausfällt.